Ich grüße alle, die uns hören und sehen. Es ist ein bisschen seltsam, im Büro zu sitzen und mit dem Publikum in Wien, das auch gar nicht nur aus Wien ist, zu reden und niemanden zu kennen, außer Sie. Ich habe das Thema, das Sie vorgegeben haben, ist die Präsentation zu sehen? Ja, die ist zu sehen. Mich orientiert an der Überschrift, die Sie mir gegeben haben. Es beginnt mit der Sprache. Für Perspektiven in der Theologie nach Auschwitz. Normalerweise fängt Theologie nach Auschwitz anders an, aber diese Herausforderung, mich aus der Perspektive zu nähern, dass es um Beziehungen geht und Sprache ist ja Gespräch, also immer zwischen Leuten, Menschen, auch wenn sie über Menschen ist. Aus dieser Perspektive zu schauen, was ich zu sagen habe, im Wesentlichen aus meiner Erfahrung dort vor Ort. Seit 30 Jahren lebe ich in Oświęcim am Rande von Auschwitz. Und von diesen Erfahrungen ist geprägt, was ich erzählen werde. Es beginnt mit der Sprache, stimmt eigentlich nicht. Es beginnt im Grunde mit, angesichts von Auschwitz, mit Sprachlosigkeit, mit Schweigen. Es fehlen die Worte, die angemessenen Worte. Und es ist nicht richtig in Worte zu fassen, was uns bewegt, was diese Erde, dieser Ort zu erzählen hat. Und wir brauchen viel Zeit, um zuerst einmal einfach diesen Ort ernst nehmen, wahrnehmen und zu schauen, was ist das eigentlich? Hier sind wir, wer schon mal da war, erkennt das vielleicht, aber nur vielleicht. In Birkenau, hinter dem Lager und hinter den Krematorien, so ein bisschen in den Wald rein, dort, wo die Vergasungen angefangen haben, am sogenannten Weißen Haus, das war ein Bauernhaus, das war weiß, das war getüncht, dann gibt es woanders noch ein rotes Haus, das war ein Bauernhaus, das war nicht getüncht und deswegen kurz rot genannt, umgebaute Bauernhäuser, die zu Gaskammern gemacht wurden am Anfang 1942. Später wurden die großen Fabriken zur Massenvernichtung erst fertig. In diesem umgebauten Bauernhaus wurde vergast ab 1942 und die Leichen wurden auf den Wiesen daneben an verbrannt. Ich gehe da oft spazieren, unter anderem sagt man, man weiß es nicht genau, dass wahrscheinlich hier auch Edith Stein verbrannt wurde, vergast und verbrannt, aber zusammen mit unendlich vielen anderen in jüdischen Transporten. Und als ich da einmal spazieren ging, Sie sehen am Anfang, vorne im Vordergrund ein Maulwurfshaufen. Und das kann man dort oft sehen. Man sieht man aus der Erde, die da hochgeworfen wird, kleine Knochenstückchen. Die ganze Wiese unter der Grasoberfläche ist voll von diesen Knochenstückchen.
Da fehlen die Worte, was sollen wir hier sagen? Wir sind sprachlos. Und auch nicht nur die Worte, um zu beschreiben, worum es geht oder ging oder was das da überhaupt war, scheinen unangemessen, aber auch alle Worte, um über Gott da zu reden, sofort jedenfalls. Das ist eine Führung in Birkenau, hinten am Krematorium Nummer 5 ist diese Stelle, mit Henrik Mandelbaum, da vorne links. Der Jude lebt schon nicht mehr. Ist vor 5 Jahren ungefähr gestorben. Jude, der lebt in Polen und hat ab und zu mal erzählt von seiner, in Anführungsstrichen, Arbeit an den Krematorien. Er war im Sonderkommando, das hieß, nach der Vergasung der Menschen musste er die Leichen aus der Gaskammer ziehen und auf diesen Feldern verbrennen. Ich will jetzt nicht wiederholen, was er erzählt hat. Nur eine Sache. Er hat gesagt, die Leute fragen mich oft, ob ich an Gott glaube. Und ich verstehe die Frage überhaupt nicht. Was meint ihr, wenn ihr mich danach fragt? Ob wir uns nach Hilfe gesehnt haben? Natürlich haben wir uns nach Hilfe gesehnt. Ob wir um Hilfe geschrien haben? Natürlich haben wir in gewisser Weise um Hilfe geschrien. Aber an wen haben wir uns gerichtet? Wer sollte uns helfen? Was haben wir gehofft? Dass Menschen uns nicht vergessen. Dass Menschen zu Hilfe kommen, dass Menschen uns befreien. Ich weiß gar nicht, was die Rede von Gott hier von Sinn machen soll. Und Tadeusz Sobolewicz, ein polnischer Schauspieler, vor ein paar Jahren schon gestorben, der in der katholischen Pfadfinderkultur groß geworden ist, hat mir gesagt, Manfred, ich habe da keinen herzigen Gott getroffen. Ja. Ich möchte jetzt einen Blick werfen auf das System, das diese Lager gebaut hat und die Ideologie, die sie geschaffen hat. Hier sehen wir ein Foto, nein, eine Zeichnung. Die ist nach dem Krieg von Zinowij Tolkatschow gemacht worden, der im Januar 1945 mit seiner sowjetischen Armeeeinheit in Auschwitz war und befreite. 1963 hat er Zeichnungen von diesen grauenhaften Erinnerungen veröffentlicht. Und das ist ein Bild davon. Da ist ein großer, schwerer Soldat, der Menschen zertrampelt, mit einem Gürtel, mit der Aufschrift Gott mit uns. Dieses Bild ist heute in der russischen Ausstellung in der Gedenkstätte.
Gott mit uns stand auf den Koppeln auch der SS und der Wehrmachtssoldaten. Das war eine Tradition übernommen aus dem Ersten Weltkrieg. Das stand schon auf den Koppeln der Soldaten im Ersten Weltkrieg. In der SS gab es eine Diskussion darum, ob das angemessen ist, ob die nicht weg soll, diese Aufschrift, Gott mit uns. Und das ging, gibt es eine offizielle Stellungnahme von Himmler zu dieser Anfrage an den Chef der SS. Und er sagte, wir sind keine Atheisten, wir glauben an die Vorsehung, die Aufschrift bleibt. Die SS lehnte den biblischen Glauben in ihrer harten Ideologie, der nationalsozialistischen Ideologie, ab, und den jüdischen und den christlichen Glauben, aber nicht den Gottesglauben an sich. Es gab im Selbstverständnis der SS so etwas wie eine Vorsehung der Natur, eine Schöpfungsordnung. Und das Symbol der Nazis ist ein Symbol der Sonne und des Rades, Ausdruck, Symbol für Lebenskraft und Bewegung und sehr bewusst ein Antizeichen, ein Gegenzeichen zum Christentum. Das Hakenkreuz, das Symbol des Nationalsozialismus, sollte entgegengestellt werden dem Symbol des Kreuzes als Symbol von Tod, Schwäche und Mitleid, als Zeichen vitaler Lebenskraft. Die deutsche Kultur sollte zur germanischen, vitalen Philosophie der Natur zurückkehren, vor der Zeit des Christentums, das auch ja jüdisch beeinflusst war. Das Hakenkreuz war das Symbol der Wiedergeburt Deutschlands. Gott in den Erziehungsmaterialien der SS, hieß es. Gott gäbe es irgendwie als Schöpfer der Welt und ihrer Ordnung und als ihr innewohnende Lebenskraft. Mit ihm könne man jedoch nicht in eine personale, dialogische Beziehung treten, wie das wesentlich ist für die christliche und jüdische Tradition, die biblische Tradition, sondern die Teilnahme, die Beziehung zu Gott besteht an Teilnahme am Lebenskampf, der das Wesen der Schöpfung ausmache. In der Natur gäbe es eine vom Schöpfer gewollte Ordnung. Es gibt Steine, Pflanzen, Tiere, Menschen. Es gibt verschiedene Steine, verschiedene Pflanzen, verschiedene Tiere, verschiedene Menschen. Da gibt es eine Hierarchie. Es gibt Sandkörner und Diamanten. Es gibt Unkraut und Rosen. Es gibt Ratten und Pferde. Es gibt Arier und Nicht-Arier und Juden, Slawen, Germanen, die nordisch-germanische Rasse hat sozusagen die Führerrolle in dieser Schöpfungsordnung. Polen, Slawen als Untermenschen haben sich den Deutschen unterzuordnen und ihnen zu dienen. Die Juden als Schädlinge sind zu vernichten. So wie das in der Tierwelt und in der Pflanzenwelt auch ist, Staaten setzen sich durch und fressen die anderen auf. Ich will es nicht zu weit entfalten, jetzt diese Ideologie. Noch kurz, weil vieles durcheinander geraten und die Schöpfungsordnung bedroht sei, habe also diese Vorsehung, dem ist sozusagen der Messias Hitler gesandt, der die Führung im entscheidenden Kampf zur Rettung der Welt übernehme. Damit sich die Botschaft durchsetze und der Kampf erfolgreich sein könne, müsse er sich auf eine Elitejüngerschaft, was an der SS-Orden, voll verlassen können. Der absolute Gehorsam dem Führer gegenüber ist wie die innerste Lebenskraft der Natur vergleichbar mit dem Instinkt der Tiere. In diesem Kontext
bestehe das Gewissen darin, dem Ruf spontan hemmungslos zu folgen, dem Ruf Hitlers. Die wahre Gewissensstimme sei die Stimme des Blutes, die ihren Ausdruck findet in den Befehlen Hitlers. Deshalb sei die gehorsame Teilnahme an diesem Kampf eingebettet in die Vorsehung, in die innerste Wesensentwicklung der Schöpfung. Diese Bewegung der Erneuerung Deutschlands habe das Schicksal auf seiner Seite und findet Unterstützung durch die Wunder, die das Leben schenkt. Der Kampf findet statt gegen alles, was sich dieser Schöpfungsordnung entgegensetzt. Besonders ist die sowas wie eine Ursünde zu bekämpfen, das ist die Mischung der Rassen. Wenn dieser Kampf entschieden wird, seien den Familien in Deutschland sei wieder ein gesundes Leben gesichert und dem deutschen Volk ewiger Bestand. Das ist so der Grundriss, ganz grob, dieser nationalsozialistischen Ideologie. Mir kommt es in diesem Moment dann nur darauf an, ganz deutlich zu machen, dass das, was für uns wesentlich ist, nämlich zwischenmenschliche, personale Beziehungen zwischen verschiedenen Menschen, systematisch ausgeschaltet wurde. Bei der SS hieß es wörtlich, die Häftlinge sind keine Menschen, das sind Häftlinge. Und deswegen sind sie nicht, ist Mitleid mit ihnen verboten. So, menschliche Schwäche ihm gegenüber ist eine Schwäche gegenüber der Bewegung. Und in diesem Kontext hat Hitler einmal gesagt, das Gewissen ist eine jüdische Erfindung. Das ist ein anderes Gewissen, auf das er sich hier bezieht, als das Gewissen, das in dieser Rassenideologie als instinktive Kraft des Mutes, wie das genannt wurde, galt. Das Gewissen ist eine jüdische Erfindung, weil es Halt macht vor anderen Menschen und Gewissensbisse erzeugt, wenn es darum geht, andere Menschen zu bekämpfen. Deswegen das Gewissen, diese innere Bremse, schwächt den Kampf und ist schädlich. Und deswegen dieses Gewissen, diese Gewissensbisse sind zu überwinden. Das spielte für den Kommandanten Rudolf Höss eine große Rolle und darauf komme ich zurück. Also in dieser Sicht ist dann der Weihnachtsbaum umgedeutet worden zum Julebaum. Die Sonnenwendfeier zweimal im Jahr, in der kürzesten Nacht und in der längsten Nacht, bekam dann eine quasi religiöse Bedeutung. Das ist ein Foto aus dem Auschwitz-Fotoalbum vom SS-Obersturmführer Karl Friedrich Höcker. Und er hat dazu darunter geschrieben, Julebaum. Bei Google ist das oft unter Weihnachtsbaum in Auschwitz zu finden. Aber das war eben kein Weihnachtsbaum mehr in diesem Kontext, sondern ein Lichterbaum in der Nacht, wird angezündet, wenn die Tage wieder fangen länger zu werden. Weihnachten in Auschwitz, das ist auch von 1940, ein Gemälde, später aus Erinnerung gemacht, aus der Häftlingssicht. Ein Weihnachtsbaum stand da, ein Lichterbaum also. Im ersten Jahr sind die Häftlinge sogar gezwungen worden, Stille Nacht, Heilige Nacht zu singen.
Und die Ermordeten oder vor Schwäche umgefallenen, erschöpften, gestorbenen Häftlingen wurden sozusagen als Weihnachtsgeschenke unter den Baum gelegt. Das war die Perspektive, zu der die Ideologie führte. Jetzt muss ich nochmal zurück. Wie geht das hier? Es gibt eine berühmte Rede von Himmler, die das deutlich macht, eine Rede an seine SS-Leute. In Posen 1943, da gibt es sogar eine Schallplattenaufnahme von. Nur ganz kurze Zitate daraus. Himmler sagt also, ein Grundsatz muss für den SS-Mann absolut gelten, ehrlich, anständig, treu und kameradschaftlich haben wir zu sein, gegenüber den Angehörigen des eigenen Blutes und zu sonst niemandem. Wie es den Russen geht, wie es den Tschechen geht, ist mir total gleichgültig. Wir Deutsche, die wir als Einzige auf der Welt eine anständige Einstellung zum Tier haben, werden ja auch zu diesen Menschen, Tieren, eine anständige Einstellung einnehmen. Aber es ist ein Verbrechen gegen unser eigenes Blut, uns um sie Sorge zu machen. Das ist es, was ich der SS einimpfen möchte und, wie ich glaube, habe, als eines der heiligsten Gesetze der Zukunft, unsere Sorge, unsere Pflicht ist unser Volk und unser Blut. Dafür haben wir zu sorgen und zu denken, zu arbeiten und zu kämpfen und für nichts anderes. Alles andere kann uns gleichgültig sein. Von euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen, wenn 500 da liegen oder wenn 1000 da liegen. Dies durchgehalten zu haben und dabei, abgesehen von Ausnahmen menschlicher Schwächen, anständig geblieben zu sein, das hat uns hart gemacht. Das ist ein niemals geschriebenes und niemals zu schreibendes Ruhmesblatt unserer Geschichte. Es tut mir fast jedes Mal weh, wenn ich das zitiere, wenn ich das vorlese. Aber ich habe das nochmal zitiert, um die Radikalität der Entmenschlichung zu zeigen. Aus Sicht der SS waren die Häftlinge keine Menschen mehr. Jetzt gehen wir auf die Seite der Häftlinge. Weihnachten aus der Sicht des ehemaligen Häftlings Marian Kowalczyk. Marian Kowalczyk war nach dem Krieg Bühnenbildner und ganz berühmt in Polen für seine Bühnenbilder. Sehr spät im Leben hat er angefangen, zu den Erinnerungen an Auschwitz zurückgekommen, nach einem Schlaganfall. Und hat dann sehr, sehr viel gezeichnet. Es ist eine große Ausstellung seiner diesbezüglichen Ausstellung bei Franziskanern in der Nachbarschaft von Auschwitz in Armenien. Und unter anderem ist halt dieses Bild oder diese Stellage mit dem Thema Weihnachten 1940. Da ist in der Mitte Weihnachten, die durften ja nicht, die Häftlinge nicht richtig Weihnachten feiern, haben sich dann heimlich auf dem Dachboden zusammengesetzt, eine kleine Kerze zusammen angezündet und an ihre Heimat gedacht. Rechts und links die bunten Bilder sind die Träume, die Erinnerungen an die Weihnachten zu Hause. Oben drüber
ist das Weihnachten, das ihnen im Lager beschert wurde. Sie mussten Stille Nacht, Heilige Nacht singen im Jahr 1940. Das war, als setzt der Tod sich eine Engelsmaske auf. Die totale Perversion. In ihren Träumen, Augen zu, sind sie bei ihrer Familie, sitzen zwischen ihrer Familie. Das ist die polnische Sitte des Oblatenbrechen, das Brechen des Weihnachtsbrotes zu Hause als Zeichen der Gemeinschaft. Und sie sitzen da zusammen, haben diese kleine Kerze in ihrer Mitte. Und im Lichtschein, im Schatten, hat Maja Kowalczej eine Christusfigur angedeutet. Als wollte er damit sagen, Gott ist nicht jetzt bei den Nazis, die diese Perversion von Weihnachten organisieren. Er ist auch nicht oder nicht nur bei der Familie. Er ist auch bei ihnen, mitten unter ihnen. Es gibt verschiedene Spuren von christlichem Glauben in Auschwitz selber. Zum Beispiel in einer Gefängniszelle im Block 11 sind diese beiden Figuren in dieselbe Zelle, wahrscheinlich vom selben Autor, in die Wand gekratzt. Links eine Herz-Jesu-Figur und rechts das Kreuz. Und ich habe verschiedene Spuren gibt es, die ich nur erwähnen will, so am Rande. Ich habe die für mich eindrucksvollste Erinnerung eines Priesters, der als Jesuit, junger Jesuit, erst in Auschwitz und dann lange Jahre in Dachau war, aus dem Polnischen ins Deutsche zu übersetzen geholfen. Adam Kosowiecki, nach der Befreiung, ist er Missionar in Afrika geworden und dort Bischof. Ganz am Ende seines Lebens hat Johannes Paul II. Ihn noch zum Kardinal gemacht. Ein ganz erstaunlicher Mensch, ist auch in Afrika geblieben, hat auf sein Bischofsamt verzichtet und ist als einfacher Missionar im Dorf dann auch irgendwann gestorben. Die Erinnerung an diese Jahre in Auschwitz und Dachau, die er auf Wunsch seines Ordensvorsitzenden aufgezeichnet hat, sind für mich die eindrucksvollsten Zeugnisse, christlichen Zeugnisse eines Ringens, eines Glaubenringens, um fertig zu werden mit diesen Erfahrungen. Und jetzt müssen Sie mir ein bisschen verzeihen, dass bei der Vorbereitung bin ich hängen geblieben an Erinnerungen und Fotos von Begegnungen. Ich habe viele ehemalige Häftlinge kennengelernt, natürlich nicht nur, aber oder intensiver Polen, die halt öfters vor Ort waren, sind. Und einige haben auch davon erzählt, wie in dieser Zeit ihnen der Glaube geholfen hat. Hier ist August Kowalczyk, nach dem Krieg Theaterspieler, dann Schauspieler, dann Theaterdirektor in Częstochowa. Bekannt ist er geworden in Polen, weil er in einer Serie, die lange lief, einen SS-Mann gespielt hat. Und er hatte einen Traum, ihm ist im Lager die Flucht gelungen. Von der Truppe, die versucht hat zu fliehen, ist er einer der wenigen, denen das gelungen ist. Auch dank der Hilfe der Menschen in der Umgebung, wo er sich hatte verstecken können. Und hat den Traum gehabt,
Er hat gesagt, den Mut habe ich nie verloren, weil ich zu Hause gelernt hatte zu beten und ich habe immer zur Mutter Gottes gebetet, die soll mich retten. Und er sagt, ich weiß, andere sind nicht gerettet worden, aber ich, meine Rettung verbinde ich damit. Er wollte dann sich dankbar erweisen und kam auf die Idee, ich möchte ein Hospizium in Auschwitz bauen, mithelfen, das den Menschen, die dort leben, hilft an der Grenze ihres Lebens, so wie sie mir geholfen haben an der Grenze meines Lebens. Und das Hospizium ist nach langen, schwierigen Kämpfen entstanden. Und es ist im letzten Jahr seines Lebens eröffnet worden. Und er ist da drin gestorben. Da war ich noch bei ihm. Und da schließt sich auch so ein Kreis des Sinnes. Eine andere Frau, Sophia Bosmisch, auch bekannt, sie hat beim Radio nach dem Krieg gearbeitet, ein Theaterstück, der ist ein Radiostück, hier daraus ein Theaterstück, eine Oper dann geworden, mit einem, von einem russischen jüdischen Komponisten, ist eine Oper raus geworden. Die Passagierin, das handelt davon, wie sie, also ausgedacht, aber nach dem Krieg auf einem Ferien-Ozeandampfer, wo man nicht weglaufen kann, merkt, sie ist auf demselben Dampfer wie ihre ehemalige Aufseherin. Ja, davon handelt das. Mit starken autobiografischen Teilen. Und zu ihrer Biografie gehört, dass ein Häftling, der sie für Buchhaltung unterrichten musste und deswegen ab und zu sie treffen durfte, nur für diesen Unterricht, geheim ins Geheim ihr diese Medaille gemacht hat, eine Christusmedaille. Und ihr sie geschenkt hat und ihr gesagt hat, halt diese Medaille fest, dann kommst du hier raus. Und das ist für sie, war dann so eine Liebesgeschichte auch, die nicht verwirklicht werden konnte, eine ganz wichtige Geschichte. Das ist Wanda Putawska. Wanda Putawska war ein Ravensbrück-Versuchskaninchen. Später hat sie in Krakau studiert, Psychiaterin geworden und war befreundet und wohl die beste Freundin von Karol Wojtyła, dem späteren Papst Johannes Paul II. Sie hat sehr viel auch Traumaforschung gemacht und war auch sehr stark religiös motiviert, aber so ein richtiger Kämpfertyp. Und das ist Helena Niminska, die 2018, also vor drei Jahren, im Alter von 102 gestorben ist. Die war als Geigenspielerin im Lagerorchester. Ihre Mutter ist da gestorben. Sie hat in Krakau gelebt und wir waren auch sehr befreundet und sie hat auch gerungen um ihren Glauben, aber sich an ihrem Glauben festgehalten. Und um nicht nur christliche Glaubenszeugen zu erwähnen, erwähne ich jetzt nur, dass wir im November letzten Jahres ein Webinar gemacht haben mit orthodoxen Juden aus New York mit dem Amud Aish Memorial Museum zum Thema Faith in Auschwitz. Die sammeln Glaubenszeugnisse von orthodoxen Juden, die ja unter den Häftlingen die große Mehrzahl waren. 400.000 überwiegend religiöse Juden aus Ungarn ist die größte Opfergruppe in Auschwitz. Ja, aber
Nicht alle Überlebenden sind Glaubenszeugnisse. Und auch nicht die meisten, die ich getroffen habe. Und die will ich natürlich auch sehr ernst nehmen. Halina Birnbaum, mit der ich auch viele Erinnerungen verbinde, lebt in Israel noch, ist oft zu Besuch, gehörte auch zum letzten Rat, Internationalen Rat von Auschwitz. Ist bekannt für ihr Erinnerungsbuch Die Hoffnung stirbt zuletzt. Erzählt viel in Israel, in Polen, in Deutschland. Und hat mir einmal gesagt, Manfred, du glaubst doch an Gott. Ich kann das nicht. Nach dem, was ich gesehen habe, kann ich nicht an Gott glauben. Und dann, und ich verstehe das nicht. Und dann fügte sie hinzu, so mit, ich weiß genau, wie sie vor mir stand, und sagte, aber ich glaube an die Liebe. Und das ist für mich vielleicht überhaupt der Schlüsselsatz geworden. Ich glaube an die Liebe. Meine Doktorarbeit über den Kommandanten von Auschwitz. Schon vor, weiß nicht, 25 Jahren ungefähr. Hieß Gott und das Böse im Hinblick auf die Biografie von Rudolf Höss, den Kommandanten von Auschwitz. Ich habe den Zugang zum Thema versucht mit der Philosophie von Emmanuel Levinas. Philosoph-Dialog aus so Schule, Rosenzweig, Martin Buber. Und er sagt, das Wesentliche im Leben ist die Begegnung mit dem anderen Menschen von Angesicht zu Angesicht. Wenn ich wirklich einem anderen Menschen begegne und ihm in die Augen schaue, dann wird alles drumherum, was ich von ihm weiß, wie ich ihn einordne in Kategorien, unwichtig. Haarfarbe, Herkunft. Wenn ich ihm wirklich ernsthaft in die Augen schaue, dann weiß ich, ich stehe vor einem Geheimnis. Und dieses Geheimnis ruft mich in die Verantwortung. Und in dieser Verantwortung stehe ich in gewisser Weise vor Gott. Das ist die Spur des Anderen im Anderen. Die Spur des Anderen ist eigentlich die Spur Gottes, die Spur eines absoluten Anrufes, Rufes, Berufung in die Verantwortung für den anderen Menschen, dem ich begegne. Und er unterscheidet zwei Weisen von Dialog. Dialog kann einmal sein, dass ich so meine Überzeugungen habe und versuche, den anderen da reinzupassen und ihm zu sagen, wie er da reinpasst. Dann ist das Ideologie, weil der andere dann nicht mehr die Chance hat, anders zu sein, als reinzupassen in das, wo er reinpassen soll. Und das ist ein Dialog, sagt er, dies ist eine Art Kriegführung. Und der andere Dialog lässt sich so betreffen von dem Geheimnis des Anderen, das in die Verantwortung ruft, dass alles, was ich, an dem ich mich bisher festgehalten habe, unwichtig wird, zweitrangig wird. Und die Hauptverantwortung ist, mit diesem Blick, der mir begegnet, eine gemeinsame Welt zu schaffen. Ich bin jetzt verantwortlich für unsere gemeinsame Welt, also auch für das Leben des Anderen. Diesen Ansatz habe ich versucht, anzuwenden auf, also damit zu versuchen zu verstehen, was ist in der Biografie von Rudolf Höss, dem Kommandanten von Auschwitz, passiert.
wie sah sein Verhältnis zu den anderen aus? Die Ideologie habe ich eben schon erzählt, die hat er völlig verinnerlicht, hatte er völlig verinnerlicht. Die anderen, die war ja Kommandant, vor im Lager Sachsenhausen schon. Die anderen, die Häftlinge, waren für ihn keine Mitmenschen. Das heißt, die menschlichen Gefühle, die mit ihnen verbinden, waren zu unterdrücken. Und deshalb habe ich den Titel gegeben, rechts ist, auf der einen Seite ist die erste Ausgabe 1965, auf der anderen Seite ist die Ausgabe, wie sie jetzt in der Gedenkstätte Auschwitz verkauft wird. In der alten Ausgabe schaut er im Titelbild sozusagen, das wollte ich so, den Häftlingen ins Angesicht. Da sind die Frauen und Kinder, die warten aus Ungarn in die Gaskammer geführt zu werden. Und in dem Titelbild, das dann die Gedenkstätte gemacht hat, sind die Menschen unten noch unten zu sehen, ne, um die es geht. Die Frage, und sie hatten nie Gewissensbisse, ist eine Frage, die ich für den Schlüssel halte, aber die während des Prozesses gegen den Kommandanten von Auschwitz in Warschau der Staatsanwalt an einer Stelle den Kommandanten gefragt hat, weil der immer alles so gut erklärte. Das machte für ihn alles Sinn im Zusammenhang dieser Ideologie, ja, und in dieser Bewegung, diesem Kampf für die Zukunft Deutschlands. Und er fragte dann, das ist jetzt Zitat aus den Prozessprotokollen, Dr. Cyprian fragt, haben Sie, als Sie diese Funktion der Menschenvernichtung ausführten, gemeint, dass das mit den Grundsätzen der Moral übereinstimme? Antwort, damals, als ich den Befehl erhalten hatte und in der ersten Zeit dieser Aktion, habe ich darüber nicht nachgedacht. Ich hatte einen Befehl bekommen und der Befehl und die Begründung dieses Befehls waren für mich maßgebend. Frage, und Sie hatten nie Gewissensbisse? Antwort später, ja. Wann? Antwort, als die großen Transporte kamen, als man täglich gerade die Frauen vernichten musste. Da hatte jeder, der daran teilnahm, das Gefühl, ob das so richtig ist. Die Leute, die dort waren, kamen mehrmals zu mir und sprachen davon. Ich musste sie jedoch damit abfertigen, dass wir das durchführen müssen und dabei unmöglich menschliche Gefühle haben können. Trotzdem gingen manche Szenen ihm nah und er schildert einige Szenen, wie eine Frau ihn anschreit, anschaut nur und er diesen Blick nicht mehr vergessen kann, wie er Kinder spielen sieht und die Mutter Hilfe suchen, ihn anschaut und er dann den Befehl gibt, er sagt, geben musste, die Mutter mit den Kindern in die Gaskammer zu schicken, aber diese Szene er auch nicht los wird. Später sagt er dann, Zitat wieder, hatte mich irgendein Vorgang sehr erregt, so war es mir nicht möglich, nach Hause zu meiner Familie zu gehen. Ich setzte mich dann aufs Pferd und tobte die schaurigen Bilder weg. Es kam oft vor, dass ich zu Hause plötzlich mit meinen Gedanken bei irgendwelchen Vorgängen bei der Vernichtung war. Ich musste dann raus. Ich konnte es nicht mehr im traulichen Kreis meiner Familie aushalten. Wenn ich so nachts draußen bei den Transporten, bei den Gaskammern, an den Feuern stand, musste ich oft an meine Frau und die Kinder denken. Und dann kommt der seltsame Satz. Ich war in Auschwitz seit Beginn der Menschenmassenvernichtung nicht mehr glücklich. Ich wurde unzufrieden mit mir selbst. Ende Zitat
Ja, ich will jetzt nicht da näher drauf eingehen, nur es wird deutlich, dass er nicht nur die Menschlichkeit der anderen nicht ernst genommen hat, sondern auch seine eigene Menschlichkeit getötet hat. Der Blick des anderen, die Berufung zu dem anderen, eine verantwortungsvolle Beziehung aufzunehmen, ist dem Menschen ins Herz geschrieben. Jedem Menschen. Die gehört zum Wesen der Menschen. Und sie zu unterdrücken, macht unmenschlich. Worte schaffen Beziehung und sollen Beziehung ausdrücken und nicht sie verunmöglichen. Diese Frage, diese Perspektive, dieses Thema halte ich für den Schlüssel zu all dem. Und zu dem, was wir direkt auf heute anwenden können. Wie gehen wir heute mit anderen Menschen um? Lassen wir uns auf sie ein oder wissen wir schon alles über sie und ordnen sie nur in ein System ein oder schließen sogar aus? Sind wir in der Lage, andere und auch ihr besonders in ihrem Anderssein ernst zu nehmen? Ist für mich die Schlüsselfrage überhaupt, ist für mich auch das Thema des Christentums. Eigentlich oder sollte es sein. Ja, weil Beziehung, positive Beziehung das Wichtigste ist, möchte ich jetzt nochmal zu Beziehungen zurückkommen, zu Freundschaften mit ehemaligen Häftlingen, jetzt Leute, die von sich nicht glauben, dass sie sagen, dass sie nicht glauben oder nicht sagen, dass sie glauben. Auch für mich sehr liebe Menschen. Das sind nun zwei. Links ist Helena Niewinska, von der haben wir eben schon gehört, die hat das die ehemalige Geigerin in Auschwitz, sie ist religiös, weil sie so aufgewachsen ist und geblieben ist. Rechts ist Tadeusz Sobolewicz, der gesagt hat, ich habe da keinen barmherzigen Gott gefunden. Und Tadeusz Sobolewicz, beide leben schon nicht mehr. War krank und sie hat ihn besucht und waren herzlich befreundet. Links ist Karol Tandera, lebt auch schon nicht mehr. Aber Karol Tandera ist berühmt geworden in Deutschland, weil er den Prozess gegen das ZDF angestrengt und bis an sein Lebensende geführt hat oder hat führen lassen über Rechtsanwälte, weil die mal in einer Sendung gesagt haben, von polnischen Konzentrationslagern gesprochen haben und er dann gesagt hat, das ist eine Beleidigung, das waren deutsche Konzentrationslager und ich war polnischer Häftling in diesem Lager. Und das ZDF soll sich persönlich bei mir entschuldigen, eine allgemeine Entschuldigung, genügt mir nicht. Dafür ist er berühmt geworden. Er war also im Kampf gegen die Deutschen, die ihre Verantwortung nicht ernst nehmen wollen, sozusagen. Er war öfters bei uns zu Begegnungen mit Schülern, Gruppen Deutschen, habe dann öfters auch mit ihm gesprochen. Er hat auch immer erzählt, Szenen, grausame Szenen, die er gesehen hat, gesagt, für ihn genug Argument waren, um zu sagen, Gott kann es nicht geben. Eigentlich hat er Katholiken und katholische Kirche auch nicht sehr gemocht. Aber wir haben uns so ganz gut verstanden.
Und in den letzten Jahren hat er immer dieses Foto gezeigt. Dieses Foto bei einer Gedenkfeier, Befreiungstag von Auschwitz am 27. Januar, war auch der damalige Bundespräsident Gauck anwesend. Und ist auf ihn zugegangen und hat um dieses gemeinsame Foto gebeten. Und hat sich mit ihm unterhalten, eine Zeit lang, und nach dem Gespräch um das Foto gebeten. Und das Foto hat er jeder deutschen Gruppe gezeigt. Und mir ist damals, das bei anderen auch, aufgegangen, wie ungeheuer wichtig nach diesen Erfahrungen mit Deutschen, Lagererfahrungen mit Deutschen, es für ihn war, dass er sagen kann, der Präsident der Bundesrepublik Deutschland ist mein Freund. Wir schreiben miteinander. Das heißt, diese Wunde der Vergangenheit, diese, ich sage jetzt, deutsche Erfahrung, bedeutete ja nicht nur Schmerz und Leiden und Terror und Tod, es bedeutete vor allem die Botschaft, ihr seid nichts wert. Ihr seid ja gar keine Menschen und ernstzunehmende Mitmenschen für uns. Ihr seid Tiere, ihr seid Ungeziefer. Für Polen, wenn ihr uns nicht dienen wollt, dann habt ihr kein Lebensrecht. Für Juden von Anfang an kein Lebensrecht. Und jetzt ernst genommen zu werden, sozusagen von Angesicht zu Angesicht, mit den Verletzungen, mit den Emotionen, mit all dem, was nicht leicht ist auch, ist der Schlüssel, ist ungeheuer wichtig. Und deswegen ist es, ich sage jetzt mal, für uns Deutsche und Österreicher, die haben auch mal so einen ähnlichen Bezug zum Thema, so ungeheuer wichtig, die Opfer und die Opfererfahrung ganz ernst zu nehmen, an uns ranzulassen. Das ist Jacek Zieliniewicz, der war auch in Auschwitz und lange Zeit auch in Birkenau, deswegen konnte auch ein polnischer, katholischer, aber nicht religiöser Häftling, der aber sehr genau erzählen kann, was er gesehen hat, wie mit den Juden umgegangen wurde. Er hat sich auch oft mit Schulklassen getroffen, deutschen Schulklassen auch. Und ich habe sehr in Erinnerung seinen ständigen Schlusssatz. Der lautete wie ein Refrain: Ist das nicht toll, dass nach all dem wir heute Freunde sein können? Und wenn der das sagt, dann weiß er, dass das nicht normal ist, sondern für ihn wie ein Wunder. Und für uns wie eine große Berufung und Auftrag. Der wichtigste Auftrag nach Auschwitz ist, eine Welt zu schaffen, in der wir miteinander befreundet sein können. Und mit diesem schönen Bild, das Hanna Ulatowska, auch Katholikin, aber nicht Katholikin, nicht religiös, Polin aus Warschau, die war nach dem Warschauer Aufstand als Kind ins Lager gekommen, ist nach dem Krieg emigriert in den USA und ist jetzt immer noch Professorin für Kommunikationswissenschaft und hat die letzten Jahre auch über Traumabearbeitung bei ehemaligen Häftlingen und jetzt auch bei traumatisierten US-Soldaten gearbeitet. Und auf einer Konferenz in Salzburg haben wir uns so, wir kannten uns flüchtig schon vorher, sie hat dann gesagt, ich müsste unbedingt auf dieser Konferenz über unsere Arbeit in Auschwitz erzählen. Und deswegen kam ich dann dahin und am Abend sind wir zusammen bei halt in Salzburg in eine Kneipe gegangen, haben Bier getrunken. Und
Na, ich fand das ganz nett. Einer von uns beiden hatte Geburtstag, ich weiß gar nicht mehr wer. Ein paar Leute zusammengesessen. Und später hat sie mir erzählt, dass sie ihren Studenten in Texas, in Dallas, erzählt, dass sie in Auschwitz mit einem deutschen Priester immer Bier trinken geht. Und dann hat sie mir irgendwann mal dieses Foto geschickt, von dem Foto, das sie sich in ihr Fotoalbum geklebt hat. Und weil da drunter steht, ohne Worte. Und der Vortrag heißt, es beginnt mit Worten. Habe ich gedacht, das nehme ich jetzt als Schlussbild, weil das Wesentliche ist nicht in Worten auszudrücken, aber das Wesentliche ist, einander ernst zu nehmen und Respekt vor der Beziehung, Geheimnis und Freundschaft, alles, was damit zusammenhängt. Und damit, mit dieser Hommage an Hanna Olatowska, die übrigens die Pandemie jetzt so schwer erlebt hat in Texas, in den USA, weil sie an ihre Kindheitstraumata erinnert hat. Und die ganzen Erinnerungen von Warschau, Warschau-Aufstand, Warschauer Kinderkriegstrauma, sind wieder hochgekommen. Ja, so. Sowas habe ich von mehreren ehemaligen Häftlingen gehört, dass das so Ängste hochkommen, die Unsicherheit, die soziale Sicherheit ist am Wackeln, wie wird das? Und so. Naja, schön so eine Freundschaft zu haben, schön viele so eine Freundschaft, ich fühle mich damit sehr beschenkt. Und das ist eigentlich so das Wesentliche, was ich zu dem Thema zu sagen habe. Und deswegen stoppe ich jetzt mein Share und bin bereit fürs Gespräch. Vielen herzlichen Dank für den beeindruckenden Vortrag, der auch sehr viele persönliche Elemente hatte. Und was ich jetzt besonders beeindruckend finde, es ist eine ganz andere Art und Weise und auch eine andere Zielrichtung, die wir von Ihnen gerade gehört haben. Wenn man an einen Vortrag über Auschwitz denkt, denkt man gleich daran, dass man die Theodizee-Frage aufrollen muss, wo war Gott, mit allen möglichen Antworten und ja, oder keine Antworten, die davor kommen bei solchen Vorträgen. Wenn Sie wollen, kann ich das auch, aber ich habe gedacht, ich mache mal anders. Etwas anders. Vielen herzlichen Dank dafür, liebe Damen und Herren. Ich habe versprochen, dass ich die Stummschaltung deaktiviere. Wenn Sie wollen, können Sie sich so jetzt frei zum Wort melden. Wenn es Ihnen lieber ist, können Sie gerne auch Ihre Anmerkungen, Fragen in den Chat schreiben. Fühlen Sie sich frei. Ich stoppe die Aufnahme, damit sich keiner gestresst.